Dann schauen wir doch inzwischen zu Alisa, Sebastian und Florian. Die betreiben Minigolf nämlich nicht nur zum Spaß, sondern als Wettbewerbssport. Viel Spaß! Das sind die Zwillinge Florian und Sebastian. Und das ist Alisa. Die drei verbindet ihr gemeinsamer Sport. Minigolf. Aber ist Minigolf eigentlich ein richtiger Sport, Alisa? Ich würde sagen, Minigolf ist ein echter Sport, denn nachher, wenn man länger Minigolf spielen geht, kriegt man richtig harte Oberschenkel. Und nicht nur das. Bis man eine Bahn gemeistert hat, braucht es viel Übung und Können. Unterschiedliche Bahnen mit unterschiedlichen Hindernissen gibt es viele. Beim Minigolf ist das Ziel, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch zu bekommen. Worauf muss man achten, damit ein guter Schlag gelingt? Die Beine sollten immer gerade stehen und der Schläger sollte der schwarzen Linie entlang gehen. Und man sollte auch ein bisschen in die Hocke gehen und dann einen geraden Schlag machen. Doch schon vor dem Schlag müssen Minigolfspieler und Spielerinnen das richtige Material aussuchen. Es gibt unterschiedliche Bälle für die Bahnen. Manche Bahnen brauchen etwas härtere Bälle, manche Bahnen etwas weichere. Die Bälle unterscheiden sich aber nicht nur in ihrer Härte. Auch Sprunghöhe und Gewicht müssen bedacht werden. So ist es nicht selten, dass Minigolfspieler und Spielerinnen über 100 verschiedene Bälle für jede Situation besitzen. Welche Ziele habt ihr eigentlich noch in eurem Sport? Bei jeder Bahn mit einem Schlag reinzutreffen. Oh, wow. Und du, Alisa? Man sollte ja Spaß haben eigentlich. Und es geht nicht darum, dass man Löcher schafft, sondern dass man Spaß hat. Absolut richtig. Uns hat es Spaß gemacht, euch bei eurem Sport über die Schulter zu schauen. Ja. Vielen Dank, Alisa, Florian und Sebastian, für diesen Einblick. Tschüss!